Hey und wehen Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier. Hier seht ihr eines der ersten Videodokumente um 1968 herum aufgenommen, wo Douglas Engelbart verschiedene Konsolenbefehle der Öffentlichkeit präsentiert hat. Was sehr unauffällig war, er hat eine der ersten Mäuse benutzt, die es damals am Markt gab. Damals hat das noch kaum Beachtung gefunden, da man ja hier sehr auf Programmieren in einer Konsole aus war, um Befehle dem Computer weiterzuleiten. Erst durch die Entwicklung des Computers zu einer grafischen Benutzeroberfläche hat die Maus zu einem der wichtigsten Eingabegeräte, also zu einer Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, heranwachsen lassen. Und wir wollen uns heute anschauen, wie so eine Maus eigentlich funktioniert. Unbedingt dranbleiben, gleich nach dem Intro geht's auch schon los. Nun gut, um die Frage qualitativ zu beantworten, wie eine Maus funktioniert, müssen wir uns anschauen, wie wir eine mechanische Bewegung des Menschen mit der Maus, wie diese Maus es schafft, diese Bewegung zu erfassen, zu digitalisieren und diese Daten dem Computer tatsächlich bereitzustellen. Das Betriebssystem kümmert sich dann um die Berechnung und um die zweidimensionale Abbildung am Bildschirm. Und wir wollen heute die geschichtlich wichtigsten Mäuse durchmachen. Hier habe ich zum Beispiel einer der ersten, also eine optomechanische Maus von Logitech, noch drei Tasten, kein Scrollrad und sogar einen PS2-Anschluss und die werden wir jetzt mal auseinandernehmen. Und während ich das auseinandernehme, werde ich ein bisschen was darüber erzählen. Wenn wir die Maus auseinandernehmen, dann fällt uns als erstes eine Rollkugel auf. Diese Rollkugel, damit hat sicher jeder von uns früher gespielt, bin ich mir sicher. Wesentlich ist diese Rollkugel, um diese mechanische Bewegung auf zwei Drehscheiben, die ausgestanzt sind, zu bringen. Diese Drehscheiben rotieren mit der Drehung der Kugel mit. Und die rotieren durch Lichtschranken. Und diese Lichtschranken, wie wir jetzt schön sehen, da kommt entweder bei der Rotation dieser Drehscheibe ein Lichtimpuls durch oder dann auch nicht. Und je nachdem, wie schnell sich diese Drehscheibe dreht, somit je nachdem, wie schnell wir unsere Hand bewegen, ist die Lichtimpulsfolge anders. Diese Lichtimpulsfolge wird dann digitalisiert und als binärer Code dem Mausprozessor zur Verfügung gestellt. Der Treiber, der Maustreiber am Computer kann mit diesen Daten tatsächlich über den Prozessor eine Bewegung auf dem Schirm erzeugen. Eigentlich, wenn man sich so überlegt, ein sehr simples Prinzip, eine Bewegung tatsächlich zu digitalisieren. Hier haben wir auch das größte Problem, die Genauigkeit dieser Maus ist natürlich sehr gering, weil durch diese Rollkugel Schmutzpartikel in die Maus hineingetrieben werden und wie wir jetzt schön nochmal im Video sehen, setzt sich auf diesen Drehzylindern von den Drehscheiben sehr viel Schmutz ab und der hindert natürlich die Bewegung und dementsprechend also ist die Genauigkeit natürlich sehr begrenzt. Deswegen hat man sich nach und nach von der optomechanischen Maus getrennt und ist rein zu optischen Mäusen gegangen. Und wie diese optischen Mäuse funktionieren, wollen wir uns natürlich auch anschauen, indem wir einfach diese Maus hier aufschrauben. Wenn wir die optische Maus aufschrauben, sehen wir als erstes zwei Leiterplatten. Die erste Leiterplatte ist für die Knöpfe zuständig, für Links- und Rechtsklick und für das Scrollrad. Die interessieren uns aber wenig. Unten drunter liegt das Geheimnis und die Funktionsweise der optischen Maus. Nun, bevor wir jetzt weiter zerlegen, müssen wir uns vorher Gedanken machen. Wir haben vorher eine Kugel gehabt, die eine Bewegung in eine Digitalisierung gemacht hat. Wo ist nun der Link? Der Link liegt in einer optischen Technologie. Im Prinzip wird das eine LED-Lichtquelle durch verschiedene Linsensysteme auf eine gewisse Oberfläche geleitet. Diese Oberfläche reflektiert und ein optischer Sensor tastet diese Oberfläche auf markante Punkte ab. Aufeinanderfolgende Bilder werden von dem Prozessor dann analysiert und aus dieser Analyse kann Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung der Maus ermittelt werden, ohne diesen Link einer mechanischen Bewegung über eine Kugel. Unangenehm dabei ist, dass verschiedene Materialien sehr wenig markante Punkte haben, sei es Keramik oder Glas. Glas hat natürlich wenig reflektierenden Anteil. Hier wurde dann dementsprechend die Lasermaus entwickelt und die Lasermaus nutzt einen sehr physikalisch markanten Effekt aus, um diese markanten Punkte, den Kontrast einer Oberfläche, dramatisch zu erhöhen. Und das ist der Spreckle-Effekt. Wir sehen hier Spreckle-Effekt-Bilder von Oberflächen, die natürlich dramatisch einen Kontrast erhöhen. Wie funktioniert Laser, wir sehen eine Unebenheit auf einer Oberfläche als Streuzentrum
Und diese Streuzentren überlagern sich natürlich in ihren gestreuten Wellen für eine konstruktive, destruktive Interferenz erzeugen. Der Phasenkontrast auf der Oberfläche wird durch eine Lasermaus dramatisch erhöht. Aber auch durch Phasenkontrasterhöhungen wie Spreckle-Effekt mit Lasern kann natürlich ein Mauspad nicht ersetzt werden. Rein auf Oberflächen, die sehr stark absorbierend wirken, wie Stoffen und anderen Materialien, oder Oberflächen, die sehr transparent sind, zum Beispiel Glas, gibt es Grenzen für diese Lasermaus. Und somit haben sich Forscher andere Möglichkeiten überlegt. 2011 ist Microsoft mit ihrer Blue-Track-Technik auf den Markt gekommen, die sehr viele Oberflächen generiert. Spannender und physikalisch wertvoller ist aber die Adaption von Logitech von Darkfield Microscopy, die Darkfield-Mäuse. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Wie funktioniert die Darkfield Microscopy und wie können wir sie auf eine Maus anwenden? Ein Dunkelfeldmikroskop besteht im Prinzip aus einem Detektor, Linsen zur Vergrößerung und einem Phasenring sowie einer Lichtquelle. Der Phasenring ist wichtig, weil er Teile des Lichts blockiert, die sonst natürlich auf den Detektor fallen würden, dementsprechend natürlich nicht. Betrachtet man nun eine transparente Probe unter diesem Mikroskop, dann wird Teile des Lichts durch diese transparente Probe gestreut und auf den Detektor fokussiert. Somit kann man ein Abbild des Objekts am Screen, so wie wir es gerade sehen, betrachten. Dies hat aber einen sehr geringen Kontrast, vor allem wenn eben ein transparentes Medium vorliegt. Wie können wir diesen Kontrast erhöhen? Darkfield-Mikroskopie nutzt einen Kondensator-Anulus, der in den Lichtstrahl eingebaut wird und der modifiziert diese gesamte Anordnung und nützt Phasenverschiebungen des Lichts aus. Im Prinzip wird wieder eine transparente Probe gesteuert, nun wird aber eine Phasenplatte in den Lichtgang gelegt. Das Licht, was durch die Phasenplatte durch muss, hat natürlich einen längeren Weg und hat eine größere Phasenverschiebung als das Licht, was nicht durch muss. Unten überlagern sich diese beiden phasenverschobenen Lichtanteile und Interferenzen provozieren einen Phasenkontrast, der natürlich ein besseres Abbild der Probe ermöglicht. Selbes Prinzip können wir auch in der Maus adaptieren. Unglaublich spannend, diese Darkfield Technology. Vor allem, dass es Logitech geschafft hat, so eine gute physikalische Darkfield Microscopy in eine Maus zu packen. Gelungen. Nichtsdestotrotz hat sich durch die Bandbreitenerweiterung, wo ich eine Maus verwenden kann, diese Darkfield-Maus noch nicht durchgesetzt. Vor allem in der Gaming-Welt sind Lasermäuse Standard. Nun, die können bis zu 100 Euro und mehr kosten. Was macht solche Gaming-Mäuse aus? Nun, mittlerweile sind sie nicht mehr Eingabegeräte für Computerarbeit, sondern tatsächliche Sportgeräte. E-Sports wie Counter-Strike und andere Online-Angebote werden immer populärer und dementsprechend brauchen wir auch immer genauere Mäuse. Eine hohe DPI-Rate und sehr gute Sensoren und Prozessoren, viel Rechnerleistung in den Dingen. Hier sehen wir zum Beispiel eine Gaming-Maus gerade in Aktion. Aber was ist genau dieser DPI? Wollen wir uns das mal genauer anschauen. Nun, der DPI oder Dots per Inch Wert gibt an, wie viele Punkte innerhalb eines Inches angezeigt werden können. In Mäusesprache bedeutet das, wie viele Counts kann ich in einen Physical Space of 1 Inch hineinbringen, oder anders formuliert, wie viele virtuelle Pixel kann mein Maussensor anzeigen und erreichen. Physikalisch gesehen ist der DPI-Wert also nichts anderes außer eine Messmethode der Relation zwischen wie weit muss ich meine Maus auf einer tatsächlichen Oberfläche bewegen und wie weit bewegt sich mein Cursor auf einer virtuellen Oberfläche auf dem Bildschirm. Und dieser Wert kann eben bei professionellen Gaming-Mäusen, die auch im E-Sport verwendet werden, natürlich variiert werden und angepasst werden auf die Spieler. Hier gibt es religiöse Vorstellungen. Einer spielt gern schneller, einer langsamer. Tendenziell wird dieser CPI-Wert natürlich sehr drastisch heruntergesetzt und weite Wege werden mit den Mäusen zurückgelegt, so wie wir das jetzt auch schön sehen. Und dementsprechend kann die Genauigkeit sehr stark erhöht werden und solche brillanten Spielmanöver machen, wie jetzt gerade eingeblendet. Who throws out another grenade here, gets up another kill. Is it happening again? Pronax is alone, that bomb is in the middle of nowhere. He's gonna have to sit down in the open, he goes down! Nun, das war es auch schon wieder, ein kurzer Überblick über die Funktionsweise einer Maus. Ein paar Mäuse haben wir sogar reingeschaut. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Falls es ist, lasst es mich wissen per Kommentar, per Thumbs up und teilt es natürlich mit euren Freunden, die wird das vielleicht auch interessieren. Sonst bleibt dir nichts anderes zu sagen, außer habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei einem neuen spannenden Physikthema. Wie immer, stay compact.